Moin Moin und herzlich willkommen zu The Witcher Monster Slayer. Heute geht es darum, ist das Spiel Pay to Win? Und ich würde sagen, nicht wirklich, aber warum ist es nicht so? Nun ja, ich würde sogar fast sagen, es ist Pay to Lose. Den Term habe ich im Internet aufgefasst und der trifft es sehr gut. Von Rocktronic an dieser Stelle Grüße. Naja. Ihr, selbst wenn ihr euch direkt am Anfang des Spiels, einem ganz neuen Spieler, wenn ihr 50 Euro Google Play Guthaben aufladet, euch das beste Schwert und die beste Rüstung kauft, und euch gegen einen Aalghul stellt, nehmen wir mal an. Der hat einen toten Kopf, das heißt, der ist schon ein bisschen stärker. Ich garantiere euch, ihr werdet verlieren. Das Schwert bringt euch nichts. Klar, es ist ein Silberschwert, ist gut. Klar, die Rüstung bringt einen Boni auf Erfahrung, ist auch toll. Aber ihr haltet nicht mehr aus und ihr macht nicht exponentiell mehr Schaden. Und ihr wisst nicht, wie man blockt. Ihr wisst nicht, wann ihr eure Crit setzen müsst, wisst nicht, wann ihr eure Zeichen besetzen müsst. Das heißt, ihr werdet verlieren. Ich würde es also eher Pay to Lose nennen. Selbst wenn ihr da Tränke reinbuttert und Bomben und alles, ihr werdet trotzdem verlieren. Denn das Wichtigste in diesem Spiel, und das klingt abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, das Wichtigste in diesem Spiel, um erfolgreich zu sein, ist euer eigenes Können. Wenn ihr das Kampfsystem nicht meistert, werdet ihr verlieren. Wenn ihr eure Blocks nicht richtig setzt, werdet ihr verlieren. Wenn ihr eure Crits nicht richtig setzt, werdet ihr verlieren. Wenn ihr eure Zeichen falsch benutzt, werdet ihr verlieren. Wenn ihr euch nicht auf den Gegner einstellt, werdet ihr verlieren. Ganz einfach. Das klingt jetzt sehr niederschmetternd, aber das ist etwas sehr Gutes eigentlich. Denn ich möchte ja ein Spiel spielen, in dem ich als Spieler wachsen kann. Ich möchte ein Spiel spielen, wo ich nicht einfach reinkommen kann, mir alles kaufe und direkt der Beste bin. Das ist nämlich ziemlich lame und wäre Pay to Win. Also im momentanen Status, natürlich sind einige Sachen relativ teuer im Shop und es dauert so circa, naja, mit Quests vielleicht 10 Tage, bis ihr euch, vielleicht 12, bis ihr euch eine Rüstung kaufen könnt und vielleicht eine Woche, bis ihr euch ein Schwert kaufen könnt, aber vielleicht sogar ein bisschen weniger, je nachdem wie viel Quests ihr macht. Aber das muss ja auch ganz klar sein, es muss ja einen gewissen Anreiz geben, Geld auszugeben, obwohl man es nicht muss, denn die Leute müssen ja irgendwie bezahlt werden, die dieses Spiel machen. Und es kann nur Free-to-Play-Spiele geben, die ein Microtransaction-System besitzen. Denn sonst verdienen die Developer nichts an dem Spiel. Und Werbung würde euch genauso nerven, wenn überall irgendwo ein Werbebanner herumschweben würde. Also das wollen wir auch nicht. Und ich finde, im Moment gehen die einen sehr guten Weg, was das angeht. Also ist es Pay-to-Win? Meiner Meinung nach nicht. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Das könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren dalassen, wenn das so sein sollte. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß und stay safe.